Was haben die Leute eigentlich immer gegen diese hübschen 30er High-Cap Assault-Clip-Jeans? Kann ich mir eigentlich gar nicht so richtig erklären, denn Nachladen ist Verschwendung von Lebenszeit und das optimieren wir heute mal. Ein Zuschauer, nämlich der Marco, der hat mich darauf aufmerksam gemacht unter meinem AR-Video, dass es eine coole Ladehilfe gibt von Maclula, nämlich die Strip Lula AR15, womit man diese Magazine vom AR15 sehr, sehr schnell nachladen kann. Habe ich mir angeguckt und fand ich so geil, muss ich direkt bestellen. Und deswegen gibt es heute auch schon das erste AR15 Zubehör-Video. Da wird es jetzt noch ein paar andere geben. Wie man sieht, habe ich meine AR schon so ein bisschen gepimpt. Habe ich direkt bei Heli-Tactical ordentlich bestellt für 180 Euro irgendwelches Zeug, was man dran bauen kann. Das stelle ich euch natürlich nochmal vor, aber jetzt erstmal zu der Ladehilfe. Ich habe es mir für euch mal angeschaut und bin natürlich immer sehr neugierig, aber auch faul und deswegen ist natürlich so eine Ladehilfe genau das Richtige für mich. Und wir gucken jetzt erstmal, wie funktioniert das überhaupt. Ist relativ einfach, ihr könnt einen 30er Mag nehmen, einen 20er, einen 10er, völlig egal. Funktioniert bei allen Magazinen, auch bei Metallmagazinen, ist also völlig egal, ob die aus Blech oder aus Kunststoff sind. Dann wird das hier so, das passt da so genau rein, wird reingesteckt. Und dann legt ihr hinten den Finger so drauf, dann könnt ihr das schön so greifen. Ja, und dann ist es eigentlich relativ easy. Dann nimmt man einfach die Patronen. Bei Geko ist das so, die kommen schon auf so Plastikladestreifen, kann man einfach reinstecken. Dann wird das hier oben übergeklappt und dann macht man einfach so. Und das war's. Ladestreifen raus. Das Gerät weg und dann haben wir 10 Schuss im Magazin. So schnell geht das. Wahnsinn. Ja, das war jetzt das Laden mit diesen Ladestreifen. Das könnt ihr natürlich auch ohne die Ladestreifen machen. Ne? Ihr könnt also die Ladehilfe auch hier oben einfach aussetzen und dann einfach einzelne Patronen hier so reinlegen und das Ganze dann nach unten drücken. Das zeige ich jetzt auch nochmal. Und ich lade jetzt mal nur 5 Schuss. Ihr könnt natürlich auch voll machen. Das wären dann 10 Schuss. Also ihr könnt immer maximal 10 Schuss damit auf einmal laden. Aber ich nehme jetzt einfach mal 5. Dann schiebt man die 5 einfach hier schön rein. Ist ganz easy, zack, 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 auch wieder rum, drücken, abziehen, fertig. Das Schöne bei diesen Ladestreifen ist, die kann man wiederverwenden. Also ihr müsst jetzt nicht, weil die bei Geko dabei sind, unbedingt diese Geko-Munition kaufen. Es gibt auch Ladestreifen, die kann man einzeln kaufen, aber ich empfehle euch, kauft euch einfach mal hier so ein paar Packungen Geko, da sind die halt mit dabei und die kann man, wie gesagt, einfach nochmal neu verwenden mit anderer Munition, wo vielleicht keine Ladestreifen dabei sind. Und das ist eine super gute Geschichte. Also die nicht wegschmeißen, immer schön aufheben. Ja, und das ist nicht nur eine Ladehilfe, sondern auch eine Entladehilfe. Hier ist nämlich unten an der Ladehilfe so ein kleines, eine Verlängerung, Plastikteil, das ein bisschen verlängert ist. Und damit kann man einerseits zum Beispiel einfach die Patronen aus dem Magazin wieder rausmachen. Ganz traditionell durchschieben, relativ easy. Und es gibt aber auch noch eine weitere Methode. Da macht ihr das so, da steckt ihr das von oben auf, haltet das Magazin nach unten, also da quasi, wo eigentlich die Patronen hingeschoben werden. Das muss nach unten, damit wir mit der Schwerkraft arbeiten können. Dann steckt ihr das so rein und dann drückt ihr und dann seht ihr schon, wenn ich auf die zweite Patrone drücke, dann rutscht durch die Schwerkraft das immer raus. Ne? So, das kann ich dann bei der anderen Patrone wiederholen. So, dann muss ich es nur einmal umdrehen. Dann fällt die auch raus. Und das Ganze kann man jetzt noch schneller machen, indem man einfach das hin und her bewegt, von rechts nach links, so dass das quasi immer so springt und dann sollten eigentlich alle Patronen, na, andersrum, relativ schnell rausfallen, wie man sieht. Ist ein bisschen tricky, aber man kriegt wirklich relativ schnell alle raus, hat man gesehen. Bisschen Übung, ich habe das jetzt gerade zum ersten Mal gemacht. Ich habe das nur im Internet gesehen, dass das halt auch geht und es funktioniert. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen zu der Strip Lula von Maclula? Ja, passt auf, wie gesagt, alle gängigen AR-Magazine, egal ob Kunststoff oder Blech, völlig egal. Und ist ein wirklich nices, kleines Produkt, was echt einfach tut, was es soll. Einziges ist so ein bisschen der Preis. Ich habe jetzt dafür 30 Euro bezahlt. Finde ich für ein bisschen Plastik relativ teuer, zumal man es in den USA natürlich wesentlich günstiger kriegt. Das ist halt wieder hier diese Europa-Import-Geschichte. Da ist das dann halt relativ kostspielig, so bestimmte Sachen. Tja, jetzt müssen wir natürlich noch klären, wie viel Lebenszeit spare ich denn jetzt wirklich durch so eine Ladehilfe? Und das machen wir jetzt ganz einfach mal, indem wir mal die Zeit stoppen. Ich werde jetzt gleich mal 30 Schuss konventionell, ganz klassisch in das Magazin laden und stoppe die Zeit dabei. Werde mir das natürlich aber so ein bisschen vorbereiten, so dass ich halt auch wirklich relativ schnell laden kann. Und dann machen wir mal 30 Schuss auf den Ladestreifen und vergleichen mal die Zeiten. Ich bin gespannt.
So, jetzt habe ich mir die 30 Schuss hier schön vorbereitet. Das müsste jetzt eigentlich ganz gut gehen, wenn ich die so greife und dann, ja, müsste eigentlich ganz gut gehen. Ich probiere es nochmal eben, ich guck mal. Ja, das müsste gehen. So, und dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal 30 Schuss rein und stoppe mal die Zeit. Bin ganz gespannt. Als Zeitstoppgerät nehme ich mein Handy. Okay, los geht's. Und da rutschen sie mir schon weg. Ich glaube, ich gehe lieber gegen den Uhrzeigersinn. Ich glaube, das geht relativ schnell, wenn man... Oh, scheiße, Fehler. Zu weit hinten angesetzt. Also man kann auch schon, wenn man sich ein bisschen anstrengt, kann man ein Magazin auch so relativ schnell laden, wenn man sich ein bisschen konzentriert und nicht so abgehackt redet. 45 Sekunden. Ich zeige es nochmal eben in die Cam. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt fokussiert. Also wir haben 45 Sekunden. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber ist ja jetzt scheißegal, ist ja nur mal so zum Vergleichen. Ne? Also das hat schon mal ganz gut funktioniert. 45 Sekunden können wir mitarbeiten. Jetzt machen wir das Ganze mal mit den Ladestreifen, mit den Geko-Ladestreifen. Und ja, ich würde sagen, ich mache es so, ich mache es mit Ansetzen. Also ich muss auch die Ladehilfe erstmal ansetzen. Das muss man ja normalerweise auch immer machen. Also zählt das natürlich mit. Dann bereite ich mich jetzt mal vor. Ich hoffe, ich bin auch schön schnell. Also ich muss natürlich jetzt 30 Schuss auch wieder laden und wir starten direkt. Ich lege mir das nochmal kurz so hin. Zack. So, aufsetzen, festhalten, Ladestreifen rein, rum. Drücken, raus, nächste Ladestreifen, rum, drücken, Slipperclip raus, drauf, rum. 17 Sekunden. Kann man mit leben. Ein nices Gerät her von Technik. Ja, 17 Sekunden 66 im Vergleich zu 45 Sekunden ist natürlich schon eine große Zeitersparnis und man muss auch wirklich sagen, es geht wirklich sehr entspannt. Also es ist wirklich eine große Erleichterung, kein Fummelskram mehr, einfach das Ding da drauf, ne? Hier so ein bisschen zup, zup, zup oder halt hier die Ladestreifen reinlegen und das war's. Ne? Und wirklich angenehm. Ich kann schlecht Kopf rechnen, ich werde das jetzt im Schnitt nochmal ausrechnen und blende euch mal die Zeitersparnis hier unten ganz genau ein und so mit Prozentangabe vielleicht und auch nochmal als Relativwert oder so, keine Ahnung. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist es eine recht große Ersparnis. So, und zur Demonstration auch noch mal kurz bei einem 10er Magazin, das ich hier noch habe. Das machen wir auch noch mal eben, dass ihr auch sehen könnt, dass es auch funktioniert. Mir ist bei dem 10er Magazin ist mir aufgefallen, das ist ja auch so das, was man typischerweise auf dem Schießstand verwenden dürfte, denn noch mal der Hinweis, ne, als Sportschütze dürft ihr natürlich bei halbautomatischen Langwaffen nur 10er Magazine verwenden oder halt 30er Magazine oder auch 20er, die auf 10 Schuss blockiert sind, wenn ihr sportlich schießt. Ja, bei Jägern ist es egal, da darf man auf dem Stand theoretisch rein rechtlich auch ein 30er Magazin nehmen, da gibt es keine Einschränkungen. Natürlich nur während der Jagdausübung, dann natürlich nur eben zwei Schuss im Magazin plus einen Schuss in der Kammer, ne? Also 2+1 Regel. Ist auch klar, denke ich, ist ja mittlerweile zur Genüge erklärt worden. Probieren wir nochmal das 10er Magazin aus. Und da ist mir wie gesagt aufgefallen, es ist ein bisschen enger. Ich glaube, da ist der Magazinboden schon relativ nah am Ende, quasi, wo es dann nicht mehr weitergeht. Dass man da die letzte Patrone nochmal eventuell manchmal nachdrücken muss, das ist mir so aufgefallen. Und aber wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Also zack und... Ja, und da sieht man, ne? Also bei dem hier ist es so, da muss ich dann die letzte Patrone tatsächlich nochmal von Hand nachdrücken. Das liegt aber nicht an dem Strip Lula, sondern das liegt an dem Magazin hier. Ne? Das ist übrigens ein Hera. Magazin H1, also 10 Schuss. Und das hier ist übrigens ein Hera H3 Generation 2, Gen 2, 30 Schuss Magazin. Und das finde ich wirklich richtig klasse, das Magazin. Das hat nämlich hier so ein Sichtfenster. Und auch sonst funktioniert das mega gut hier mit dem Strip Lula. Also ist ein cooles Magazin, kann ich sehr empfehlen von Hera. Ich habe auch noch die Generation 1 von Hera da. Die sind allerdings auf 5 Schuss begrenzt. Da muss ich den Pin noch rausbohren.
Da mache ich vielleicht auch noch mal kurz ein Video zu. Wie blockiert man eigentlich Magazine und wie entblockiert man sie wieder? Ne? Also da könnte ich auch vielleicht mal ein kleines Video zu machen. Ja, nochmal grob so ein Fazit. Also, ich finde, auch wenn es 30 Euro kostet, was meiner Meinung nach ein bisschen too much ist, finde ich es ein geiles Produkt. Es erspart einem wirklich viel Zeit und diese nervige Magazinladerei, ja, wenn man das irgendwie durch ein kleines technisches Hilfsmittel irgendwie auf ein Minimum reduzieren kann, dann ist das auf jeden Fall ein gut angelegtes Geld. Ne? Und ja, wie sagt man so schön, unter Rennfahrern, wer später bremst, ist länger schnell. Und irgendwie so ein bisschen lässt sich das ja mit viel Fantasie auch aufs Schießen übertragen. Ne? Wer nicht ständig nachlädt, der kann halt auch mehr schießen, hat mehr Spaß und kann mehr trainieren und so weiter und so fort. Und in diesem Sinne, ja, war es das schon. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Lasst mir doch ruhig einen Daumen nach oben da, es würde mich freuen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir einen Kommentar unten. Ich bemühe mich natürlich, das wie immer so kompetent wie möglich zu beantworten. Und ja, in diesem Sinne, teilen nicht vergessen, das wäre auch noch ganz nett. Bis dann. Ciao, Kakao. Tschö mit Ö. Bin raus.